Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Neben mir steht wieder unser lieber Schmeid. Hallo. Die treue Seele, die mich hier begleitet und mit mir hier diesen wunderschönen Sonnenaufgang hier genießt mit den rosa Wölkchen. Wie kitschig, oder? Ja, super. Nein, romantisch heißt es. Das ist halt in so einer Wikingerwelt so. Ja, genau. Alles rosa Wölkchen hier. Genau, wir haben hier hinter uns unseren Zoo. Er wird immer größer. Ja, er wächst und gedeiht. Genau, wo ist der Dodo? Ich nehme den Dodo. Genau, und ich nehme reit auf den Triceratops und nehme den Rest. Okay. Gut, dann habe ich halt das. Sind deine Cats alle passiv oder wie schaut das aus? Nee, ich glaube nicht. Hört jetzt. Jo. Ah, ich hänge. Ja, mal schauen. Aber ich glaube, nee. Was? Was glaubst du? Ich glaube jetzt, soll sowieso bald kommen, unser Heim. Tja, glauben heißt nicht wissen. der Pteranodon, wie der abgeht. Raptor von mir ist da, ja. Ich nehme den Raptor, warte. Hallo, 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 hallo. Hast du ihn? Ja, ja. Aber jetzt hast du aber auch noch einen. Nee. Egal. Aha. Ja, habe ich noch die Petria, das passt schon. Passt schon. Schauen wir mal, wie es unserer Bude geht. Dass er schon wieder der Rechtseinzug hält. Ja, genau. Noch aufnascheln, oder? Haben wir schon. Ist schon okay. Passiert. Ein Hubsack gewesen. Mit einem Hubs ist er im Mund. Oh, rotes Ding ist hier. Ach, ja. Da drüben ist ein Wasserfall. Na, dann ist er doch noch nicht so ganz um Sack. Ein bisschen lästig ist der Pteranodon schon, ey. Ja, so ein bisschen. Da gehe ich zu Fuß, da gehe ich zu Fuß, ganz ehrlich. Dann hat der unendlich Ausdauer wenigstens, da muss ich mich nicht darum kümmern. So hochstufig und dann doch noch Ausdauer. Kannst du mir einen Pteranodon abnehmen, bitte? Ich nehme dann einfach beide, nimm du da den Rest. Ah, die fluttern aber so wild. Schmeid und... Schmeid, okay. Dann nimm du die Landtiere. Ja, das Triceratops. Oh ja, passt. Nee, okay. Nee, der folgt noch mir, den musst ja, du nehmen. Ja, ich weiß, weil der war in mir drinnen. Ja, der war in mir. Ja, was macht er denn da? Weiß ich nicht. Der wird rumgeleichtert. Gekackt, wollte ich sagen. Schön rot. 65 nehme ich an, oder? Aber weißt du noch, wie wir am Anfang voll Angst gehabt haben von den Supply Drops? Wir haben gedacht, das ist voll was Schlimmes, ja. Ja, weil ich dachte, da spawnen Viecher, wenn die da runterkommen. Die bewachen die dann. Was ist Dreieck? Alter. 60, ja. Hast du Strike? Ja, da ist es. Es kommt dann irgendwie zu mir. Ja, ja. Ich verfolge es. Wie ist das beim Rudel? Da geht der Stärkste voraus oder hinterher und dann kommen erst die Kranken und die Schwachen und dann... Der Stärkste ist... Der Anführer geht zum Schluss beim Wolfsrudel, oder? Und dann die Stärksten aber ganz vorne und dann irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Irgendwie was Liebes, sowas. Ja,
Oh, jetzt hat er auch gemacht, die Rapia. Hat auch so gemacht. Echt? Ja, vielleicht check ich das halt nicht. Ach so, ja, vielleicht, wenn du... Wenn du nicht drauf reitest. Ja, richtig. Müssen wir nochmal schauen. Ich behindere die Rapia voll. Ja, voll, ey. In ihrer Entwicklung. Ja. Sag ich mit diesem Schmeite, da mache ich nix. Der ist so schwer, ey. Mhm, der ist so schwer. Der isst immer so viel. Das sind wir schon, oh. Ganz vergessen, wie es ausschaut, so lang waren wir jetzt weg. Ja, das war jetzt doch ne. Ist wie bei der Hobbit. Eine unverhoffte Reise war das gerade. <Ja. lacht> Haben wir alle getroffen: Bilbo, Gollum, alle waren da. Ja, die Fackel, die steht nicht so cool da. Naja. Das Gute bei Fackeln, man kann sie einfach umsetzen. So, kommt irgendjemand mit? Gut, dann du kannst dich schon mal. So, wo haben wir den anderen hier noch? Anderen Kollegen hier. Kollega! Aber jetzt kann man Pteranodons auch reiten, oder? Ja, ein Level brauche ich noch. Achso. Cool. Ja. Volt Roll Sol. Komm. Nein, er will nicht. Wieso will er nicht, ey? Er will nicht rein, keine Ahnung. Will lieber draußen bleiben. Na. Aber draußen ist es gefährlich. Das ist halt wie ein Kind, ne? Das hört nicht auf uns. Ich will nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, Mann. Ich will das nicht tun. Ich will noch mal ein bisschen tanzen. Yeah. Ja, wenn du anfängst, die Steinteile, kannst du schon mal so Plattformen und vor allem Pfosten musst du viele machen. Ja. Yeah. Die von der Nussbronale. Das gefällt, ja. Oh, ein Spino. Oh, 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 ja, ja, ja. Wo? Und ich krieg die Petra nicht rein. Petri, Tratru. Wo ist der Spino? Ich kann ihn weglocken. Ja, hier rechts über dem Fluss, wo wir mal langgelaufen sind. Ich habe böse Pfeile drin. Ja, der, das wird dir nichts bringen. Der wird uns vernichten. Ah ja, dann. Vor allem ist der super schnell. Ich zieh mich mal aus und zieh ihn weg. Oh ja, zieh dich aus und zieh ihn ja, weg. Ja, mach ich mich jetzt mal nackig hier. So, was habe ich sonst noch an? Nichts Spezielles. Ein bisschen. Piu, piu. Fleisch. Mein Maschinengewehr, kein Problem hier. Da fällt unsere Bäume, ich würde mich beeilen. Wo ist er? Ach, da hinten. Du hast dich nicht ausgezogen. Ja, aber das ist nur Lederzeug. Okay. Ich trink was. Meiner ist unfähig zu trinken. Ein großer Kämpfer, aber unfähig zu trinken. Ah ja, wird sowieso gerade weggezogen. Vielleicht ziehe ich ihn noch weiter weg. Oh Mann. Das Tino da ist halt zu klein. Ja, aber ich kann bald Sattel bauen. Ein B-Mod-Tor rein. Ah, der kommt da. Oh, der hört sich an, als wäre schneller wie ich. Oh oh. Hauptsache nicht in unsere Richtung. Dann bleibst du halt draußen. Was zu fressen. Dann bleibst du halt einfach draußen. Kann ich erspähen, welches Level der hat? Ja. Vor deinem Boah. Tod. Du musst dich töten lassen, dann siehst du es doch. Ja, richtig. Jetzt da. Oder so ein Terrorbird kommt.
verdammt. Das ist ein Quintero Bird. Denke ich mir, habe ich mir eingebildet. Hast du dir gedacht? Ja. So, dann nehme ich mal wieder mein ganzes Kräugel hier. So, Speer. Santiago's Speer auch am Start. So. Gut. Die Galimimusi. Galimimusi. Naja. Die Galimima. Ja, die zucken ein bisschen aus. Ich glaube, da ist ein Terrorbird. Bist du gerade im Terrorbird-Modus? Ja. Irgendwo hier wird ein Terrorbird sein. Gell? Irgendwo auf dieser Welt. Irgendwo also auf dieser Welt. Ich sag's laut. So, also wir haben gesagt, eine Stiege nach oben. Also ganz viele Pfosten brauchst du, dann eine Stiege nach oben und halt viele Plattformen. Und Säulen. Ja. Das heißt eine Säule auf Arkisch. Ich weiß nicht mehr. Das dürfte ja bei Steinen Steinpfeiler. Sein. Pfeiler. Jetzt. Steinpfeiler. Jetzt ist es klar. Hier, ich bin einer von den Kiepenkerlen, bringe frische Ware. Hey. Hier, Stein, Holz, Stroh, was sie wollen. Solche Sachen. Ja, genau, solche Sachen. Ein Stein. 10 Goldmünzen. Ups. Ein Stein. 10 Goldmünzen. Genau. So, also vom Dach aus weg willst du. Ja, also ich kann dir genau sagen, wie ich das mir vorstelle. So. Weiter runter bauen wir ja irgendwann mal noch unsere große Werkstatt weiter. Mhm. Dann würde ich das mal. Also hier jetzt eine Treppe nach oben. Also eine, du brauchst erstmal so ein Fundament nach draußen. Hier so. Nein, so nicht. Hey, das war ganz anders angezeigt. Ja. Genau. Dann. Mach ich doppelt. Soll mal eine oder zwei nach oben. Und jetzt halt quasi hier eine Wand hin. Sonst geht die Treppe nicht. Jetzt brauche ich Stein, Holz und Stroh, weil ich nichts dabei habe, natürlich. Gut. Ja, hallöchen, ihr da draußen. Leider ist OBS wieder abgeschmiert und die letzten 7 Minuten sind nicht mehr drauf auf dem Video. Wurden nicht mehr aufgenommen, aber in den letzten 7 Minuten haben wir auch die Plattform hier gemacht. Ja, oh. Ja, genau so haben wir es gemacht. Schmeiz zeigt es uns vor. Genau. Wir da fehlt das Geländer wahrscheinlich, weil das ist nicht sicherheitstechnisch okay, was hier los ist. Sturzgefährdet. Wie heißt das? Die verklagen uns, wenn da jemand was passiert. Ja, wenn da jemand mit Schmeiter was passiert. Ja. Genau. Hier werden wir noch fein die Beete auslegen. Genau. Unten haben wir alles mit Pfeilern gestützt. Sehr klar, sonst wäre das ja nicht gegangen. Nur, das war's dann auch. Ja. Und ein Spino wurde weggezogen. Ja, genau, aber ich glaube, den haben sie noch mitbekommen, den Spino. Okay, weiß ich nicht. Ja. Und dann haben wir halt noch drüber gesimpelt, dass er zu spät kam, weil jetzt haben wir schon unser Steindach und
Ja, richtig. Wir haben ihn gedisst, den Ja, Spino. total gedisst. Ich hab's nicht mitbekommen, ey. Leider. Tut mir sehr Das war zu leid. heftig, glaube ich, für OBS. Ja, genau. Das. Mann, Mann, Mann. Ja, wenn ihr irgendwie wisst, wie man das stabiler kriegt, weil es doch recht häufig abstürzt, Ja, vor allem bei Ark einfach damit irgendwie. die. Ja, richtig. Ich Nur. meine, du nimmst ja auch eh so auf, da passiert eigentlich gar nichts. Nee. Ja, bei Ark, das schimpft dauernd rum, ne? Hey, Ja. wenn ihr was wisst, einfach ab in die Kommentare. Genau. Vielleicht ja, irgendwas zum Optimieren für uns, man weiß es ja nicht. Wir haben schon mal gegoogelt und was ausprobiert, aber irgendwie hat es wohl nicht funktioniert. Genau, dass man das auf Prio High stellt, aber Genau. naja. Fasern hier. Weil hier noch ein paar Beete so. Wie viele verschiedene Pflanzenarten gibt es zum Anbauen? Hast, warte, pass auf, ich schau schnell, ich bin sowieso gerade da. Also es gibt Zitrone, Zitrone, also Tintobeere und Ammerbeere, das braucht man nicht, Nee, Zulbeere. nee. Hier, das ist Karotte, Zitrone, dann Oh, Stimmbeerensamen 3. was war das? Nee, Ach ach so, das ist wahrscheinlich so, boah. Überstein. Ich dachte, ein T-Rex war das. Das hat gewittert. Okay, Kartoffel, Karotte, Zitrone, Mais. Mais? Ja, genau, Mais. Vier Also Stück. 5 Beete. Oder 6. Oder du machst alles doppelt. Ja, genau. Aber wie viele 12. verschiedene Arten? Also insgesamt 4 von diesen besonderen Gütern und einmal würde ich gerne mindestens Nacobeere, also. Oder zweimal Nacobeere, also 6, 12 Beete vielleicht, wenn es geht. Okay. Boah. Aber das Gewitter, was ist denn da, ey? Irre. Richtig gut. Da ist was los, da wird's auch gleich frisch hier. Was ist denn da los, ey? Blitzt's dann auch? Nee, bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Bis jetzt hätte ich Jetzt, wenn da ich noch draußen stehe, ist ruhig. Ja, klar. nichts gesehen. Die Azulbeere. Oh. Was denn? Hat sich jemand verheddert bei uns im Zaun. Ja, ich glaube, wir müssen uns halt auch noch eins verbreitern. Ja, gerne. Ich glaube, ich habe da noch ein paar Holzdecken hier. Genau. Holzdecken, Steindecken. Steindecken. Und Steinpfosten kannst du mir dann noch machen, wenn du willst. Ja, Ne bisher Bilsch. brauchen wir auch keine. Oder vielleicht schon, ich weiß nicht. Also du könntest verbreitern nach, ja genau nach da. Ah, brauchen wir keine Pfosten. Oder soll man noch eins verlängern auf? Wieso brauchen wir da keine Pfosten? Einmal Pfosten brauche ich mal, aber ich habe ja die Behelfsbrücke gebaut hier Ah, unten, ganz deswegen, schlau. die wirkt hier, oder was? Aha. Nee, die wirkt nicht, aber. Ach, Hallo. da, von dem anderen Pfeiler sehe ich nicht mal den Knubbel. Hallo. Hallo. Okay. Passt so. Passt so? Ja. Ja. Boah, es geht ab hier. Das Gewitter. Was an Leder. Ups, das war klar. Ist runtergefallen? Ja. Logisch. Das kann auch noch mehr passieren hier. Logisch. Ich Boah, schon verpasse wieder denen hier fast. schon mal einen Sattel.
unseren Flugsauriern. Jawohl. Dann ist das zumindest auch schon mal geritzt. Also es hätten noch Beete Platz. Wie viel hast du jetzt? 12. Oh ja, das... Mei, du kannst ja weiter... Nur haben wir halt dafür keinen Dünger, glaube ich, oder so. Wir brauchen mal Fiomia, damit es ein bisschen kackt. Ja, ja. Hast du recht. Hast du recht, Berthold Bricht. So. So, jetzt haben wir sie endlich auch drinnen. Das Leveln ging jetzt sowieso schon wieder so schnell, jetzt kam man gar nicht hinterher. Wir können ja schon die Flinte und so. Echt jetzt? Ging jetzt rucki zucki. Nein. Gut, dann brauchen wir noch Wasserrohre. Genau. Es sind auch ein paar unten drin schon, oder? Ja, die habe ich schon ein bisschen vorgemacht. Irgendwann mal, ich weiß nicht mehr wann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Da brauche ich nur Stein, gell? Naja, ups. So. Genau, während du dann da baust, werde ich noch kurz mit den Triceratops ausreiten und einen Nackus holen. Okay. Hast du fertig gebaut? Ah ja, nee. Okay. Ne? Doch ein paar. Ich meine, hergestellt. Hast ja, du fertig hergestellt? Ich glaube schon. Bin ich auf der Nakobärenjagd. Ja. Die Ente macht doch das auch super, ne? Was denn? Nakobären und so, oder? Ich glaube auch, ja. Die kann das doch auch ganz gut. Nein. Ente. Das war jetzt nix. Ja, da können wir in das Herbstbiom gehen. Oder auch ins Kontrastbiom, wie ich gehört habe, wie man das nennt. Mhm. Und da ist ja die Ente zu Hause. Ich glaube, das muss ich ein bisschen drüber stehen lassen hier. Achso, passt schon. Ups. Ein wenig halt drüber stehen. Ruft da nix, fällt da nix. Nee, was? Scheiß da nix, fällt da nix. Nein. Oh Mann, ey. Ja, Triceratops, der Erntemeister. Ja, diese Schilfrohre da am Rand, die sind natürlich auch super. Oder was das auch immer ist. Also Samenprobleme sind dann auch gelöst. Samenprobleme sind auch gelöst. Ja, also wir haben jetzt genug Samen hier, ne? Kein Problem mehr. Kommt man da irgendwie auf deine Rampe? Von innen, oder? Ja, von innen, da kannst du durch, wo du mal die Treppe wolltest. Da ja, habe ich schon mal. Super. Ja, ne, habe ich mir mal gedenkt in meinem Kopf. Das ist meinem Gehirn entsprungen. Achso, jetzt muss ich wieder was herstellen, leider. Ja, warte, ich bin gleich da. Ich bin gleich, warten Sie. Ich muss nur neben den Futterdruck gelangen. Ich. Ja. Und hinter dir der Spino, oder ja? Ja. Nee. Spinos sind echt schnell, hey. Ja. Ja. Gut, kannst loslegen.
Fertig? Ja, ja. Jetzt bin ich fertig hier. Noch ein bisschen näher ran manövrieren. Fix und fertig bist du. Fertig mit den Nerven. Genau. Wurde gerade geköttelt. Was denn? Soll ich die noch aufheben eigentlich, die Köttel? Ja, bitte, unbedingt. Okay. Tada! Unsere Wasserleitung steht. Hola Trio, das macht mich froh. Achso, noch eins höher. Ja, irgendwie unsere Wege bis auf Sacht, die gefallen mir noch nicht so gut. Nee, müssen wir noch optimieren. Mhm. Die werden wir noch optimieren müssen. Mhm. Das machen wir im Hausausbau Phase 2. Da wird ein Para vom Dilo gejagt. Boah, Triceratops, das ist so bitter. So, mal schauen hier. Bist du da? Yes. Gut, dann mache ich mal ein paar Hähne noch. Ein paar Streithähne. Los. Ja, passt. So. Ah ja, Dünger hast ja auch schon einiges am Start. Ja. Es ist der frühe Vogel fängt den Wurm. Auch wenn man drüber lacht, dass man ein paar Köttel aufhebt, irgendwann rentiert sich das halt alles. Richtig. Wenn man dauernd im Kot wühlt, irgendwann rentiert sich das Kotwühlen. Genau. Dann stundenlang zwischen seine Dinos durchlaufen und Scheiße einsammeln, das ist so richtig schön. Ja. Ach, das geht nebenbei. Samstagmorgen. Ja, eh. Samstagmorgen. Stall ausmisten. Richtig. Im Endeffekt sind wir Landwirte. Ja, richtig. Ackerbau und Viehzucht, Dinozucht. Ja, Jäger und Sammler. Und dann tue ich die Köttel dann hier in diese Köttelaufbewahrungsbehälter, oder? Ja, genau. Aber ich brauche da Rom wohl eine eigene Kiste, weil sonst stinkt es unten in der Küche so dermaßen. Ja, oh. Ja, zum Glück hast du nicht übertrieben, ne? Ja, passt schon. Kann nie genug haben. Ja, ich weiß aber nicht. Ich glaube, alle sind jetzt bewässert hier. Ja. Bewässert. Sehr gut. Brauchen wir jetzt schön nicht hast mehr du gemacht. Auf, danke. Auf Regen mal warten. Und dann mache ich noch eine Leitung für uns, oder? Ja, genau. Es gibt nicht nur Sonnenschein, doch ich lasse die Sonne rein. So. Habe ich die jetzt nicht mitgenommen? Ach. Oh nein! Schauen wir mal, wo hier die Leitung jetzt ist. Ah ja. Ja, cool. Ja? Ja, jetzt dann haben wir hier bei unseren Mörser und Stößel eine Wasserleitung. Ah, okay, ja, super. Kommt man da gut hin, ja. Ja, so. Das hast du gut gemacht. Deswegen wirst du auch nicht ausgelacht. Pritschelst ein bisschen in unser Haus rein, aber passt schon. Ja, ja. Zum Glück gibt es in Arc keinen Wasserschaden. Das ist sehr robust hier. Ja, dann müssen wir leider wieder abschieben. Boah, ich dachte, da ist ein Köttel dabei. Ist es ein Dodo mit Aufheben? Ne, hier ist ein Köttel. Hier. Hier ist ein Köttel. Hier ist ein Köttel? Ja, habe ich eins. Nee. Oh, hier habe ich noch was gehört. Hier. Hier ist noch ein Köttel. Hier habe ich noch was gehört. Ah. Super, ich bin wie Indiana Jones für Köttel. Jawoll. Yay.
Ja, muss jeder mithelfen hier. Ja, damit das die auch ganze Bestand Familie hat. Jetzt im Köttel, im Köttelmodus. Richtig hier. Aber wir müssen uns leider verabschieden von unseren tollen Zuschauer hier. So viel Geduld mit uns und OBS haben. Ja. Und hoffentlich nicht böse drüber sind. Ja, ja. Ja, wir müssen da auch nochmal nachlesen. Wie gesagt, das bei Ark ist es halt so speziell irgendwie. Ja. Ah, da sehe ich dein Terrorbird da vorne. Ja. In dem Felsen. Onk, 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 onk. Ich sehe ihn auch. Ein ganz ein freches Ding. Mhm, ganz ein frecher ist das. Es schaut so lustig aus, wenn man mit denen so gleitet. So. Ja, der ist auch noch auf unserer Liste für unsere Arche Noah hier. Mhm. Ah, das sind zwei. Naja, können wir uns dann gleich anschauen, welches Level die haben. Mhm. Bevor sie uns anschauen und nieder zu Tode picken. Ja, richtig. Oder zu Tode in die Wand reinlaufen. Ja. Okay, na, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zuschauen. Hat uns sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Ja, da musst du lachen, ja? Damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi euch. Tschüss.